Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu den Top 5 Metadecks von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Das Ganze machen wir ja schon auch über das TCG und keine Sorge, das wird es natürlich selbstverständlich weiterhin geben. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht auch über Master Duel? Ich meine, das Spiel ist gerade in aller Munde, jeder spielt Master Duel, deswegen können wir uns heute mal anschauen, was sind denn in meinen Augen die fünf besten Decks, die aktuell so gespielt werden können. Ich möchte das Ganze nicht nummerieren, das heißt, ich möchte heute nicht sagen, das ist das beste Deck, sondern wir wollen uns heute wirklich anschauen, das sind die fünf besten Decks, wie man das Ganze dann ranken würde. Das könnt ihr dann entscheiden, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was ist das beste Deck, was ist das zweitbeste Deck, weil aktuell ist das noch relativ schwierig herauszukristallisieren. Wir haben keine großen Events, deswegen kann man das aktuell, wie gesagt, noch relativ schwierig sagen. Ich werde euch auf jeden Fall von den Decks, über die ich spreche, schon Decklisten einblenden, die es in Platinum 1 geschafft haben in dieser aktuell ersten Season. Das heißt, ihr habt da schon einen kleinen Richtwert und könnt euch da auf jeden Fall ein bisschen dran orientieren. Und ja, lasst dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben da. Ganz, ganz wichtig für mich. Und natürlich gerne noch ein Abo. Es fehlen noch 700 Abonnenten zu den 10.000. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, lasst unbedingt noch ein Abo da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Starten wir mit dem ersten Deckthema für heute und zwar ist das das gute Virtualwelt-Deckthema, was ähnlich aufgebaut ist wie im TCG, allerdings fühle ich mich zeitlich so ein bisschen zurückversetzt. Warum, sage ich euch gleich. Auf jeden Fall die gute Lulu, nach wie vor das beste Main-Deck-Monster, was dieses Deckthema so spielen kann und natürlich kann das Deck auch in diesem Master-Duel-Format auf seine ganzen Powerkarten zurückgreifen. Das heißt, wir haben die Kinglong, mit der man auf dem Spielfeld letztendlich was negieren kann und im Friedhof natürlich die Karte benutzen kann, um sich sein halbes Deck eigentlich zu suchen. Dann natürlich die Chuche, eine der besten Karten dieses Deckthemas, einfach um Karten des Gegners zu schießen und gleichzeitig um seine Ressourcen wieder zu recyceln. Die TCG-Spieler, die kennen das, glaube ich, ganz gut, weil Virtualworld ist ja schon relativ lange bei uns mit dabei. Ansonsten Kowloon, natürlich eine sehr flexible Karte, mit der kommt man relativ leicht an das Kinglong ran oder eben an die Chuche, haben wir uns eben schon mal angeschaut, also sicherlich auch eine gute Karte. Übrigens auch eine Karte, die man ashen kann, was viele nicht wissen, weil das eben der weitere Effekt davon wäre, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Und ja, ansonsten hat das Deck auch einige wirklich gute Supportkarten. Notfallteleport ist auch bei Master Duel auf der Bannlist aktuell auf 2, ist genauso wie bei uns im TCG. Könnte eventuell auch in Zukunft noch auf 3 gehen, aber sicherlich ein sehr, sehr guter Extender für dieses Deck. Und natürlich muss dieses Deckthema auch den guten Crossout Designator spielen, der generell in Master Duel viel, viel wichtiger ist nochmal als bei uns im TCG. Im TCG sieht die Karte noch nicht so viel Play. In Master Duel sieht es anders aus, denn dort ist Max C in aller Munde, deswegen muss man Crossout Designator dort spielen. Und natürlich kann man dort auch vom Grab gerufen spielen, die ist eben dort ebenfalls auf 2. Das heißt, man hat indirekt 5-mal Crossout Designator, das heißt genug Outs letztendlich für Max C und das muss man auch spielen und Decks, die den Platz dafür haben, die sollten das definitiv auch tun. Und ja, kommen wir ein bisschen rüber zum Extra-Deck. Shenshen, auch bei Master Duel eine sehr, sehr starke Karte, vielleicht nicht ganz so stark, wie das aktuell bei uns im TCG ist, aber dennoch eine richtig gute Karte und natürlich kann auch Virtualwelt hier das ganze Zolkin-Play machen, das kennen wir auch schon und darüber holt man dann den guten Kristallflügel Synchrodrache, in den man, oder damit kann man dann wunderbar um Nibiru oder um andere Handtraps drumherum performen, das klappt soweit ganz gut auf 5. Summon, also sehr, sehr stark. Und warum wir uns zeitlich zurückversetzt fühlen, das ist diese Karte. Die Karte ist im TCG verboten, wahrer König aller Katastrophen. Der hat damals im TCG Virtualwelt zum besten Deck gemacht und das relativ lange. Und die Karte ist im TCG zu Recht verboten, weil die Karte indirekt eigentlich immer ein Pass-Turn ist. Und die ist im Yu-Gi-Oh! Master Duel auf 1. Das heißt, natürlich müssen wir über Virtualwelt sprechen, wenn solche mächtigen Karten in diesem Deckthema gespielt werden können. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Deck überhaupt so gut ist. Also muss man auf jeden Fall auf den Schirm haben. Deswegen in meinen Augen eins der 5 besten Decks, definitiv das gute Virtualwelt-Deckthema. Das nächste Deck, über was wir sprechen wollen, ist das gute Skystriker-Deckthema. Ist ja, denke ich, den einen oder anderen auch schon bekannt. Und das Deckthema hat natürlich seine Ray und seine Rose, beide mit von der Partie. Dann müssen wir über Kagari ganz kurz sprechen, denn diese Karte, die ist im TCG aktuell auf 3. In Master Duel sieht das ein bisschen
bisschen anders aus, denn dort ist die Kagari auf 1, was den Deck auf jeden Fall ein bisschen Power wegnimmt. Aber das hat hier auf jeden Fall seine Gründe, denn Engage ist hier auf 2. Das heißt, eine Kagari auf 3 wäre nicht gesund für das Spiel und deswegen denke ich, ist das relativ gut gebalanced so. Dann hat das Deck natürlich seine Hayate sowieso. Da kann man dann halt angreifen und sich seine Ressourcen, die man braucht, in den Friedhof legen, die man dann ja mit der Kagari wieder adden kann. Muss man hier allerdings ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, weil man halt eben nur eine Kagari hat. Ansonsten natürlich auch Shizuku kennt man und Zeke könnte man jetzt hier auch nochmal erwähnen, ist allerdings aktuell nicht so relevant, dass ich sie hier nochmal extra zeigen möchte. Und auch hier spielt man, wie im TCG, ganz normal Christo und Heike Firebreaks, diese ganze Combo rund um den Access Code Talker, wo man dann die Selene baut. Und über Selene geht man den eben in den Zugangskodiersprecher, der ganz, ganz wichtig ist für dieses Deckthema, damit man leichter OTK'en kann, aber auch damit man große Bossmonster outen kann. Also ganz wichtige Karte hierfür. Und deswegen spielt man natürlich auch einige Handtraps, die gleichzeitig Tuner sind. Das heißt, die gute Effektverschleierin, die ist sowieso eine sehr gute Handtrap, kann man sowieso immer spielen, aber gleichzeitig, wie gesagt, kann man die auch als Normal Summer benutzen, um dann den Heiki Firebreaks zu gehen, der dann weiter extendet. Und genau das gleiche gilt auch bei der Ash Blossom. Nur bei der Ash Blossom muss man auch nochmal dazu sagen, diese Karte ist ein sehr, sehr gutes Out eben für Max C. Das heißt, die hat dann einen doppelten Aspekt, warum man die spielt, aber sicherlich trotzdem eine sehr, sehr starke Karte. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Skystriker spielt selbstverständlich wie eigentlich fast jedes andere Deck auch das gute Max C, denn ja, Max C ist einfach gerade in diesem Best-of-One-Format eine ganz, ganz wichtige Karte, weil wenn man halt anfängt, sein Board etabliert, dann hat man in den meisten Fällen dort eben einfach so gewonnen, aber Max C verhindert das, weil das ist dann in den meisten Fällen eben der Pass-Turn, worüber wir eigentlich schon 100-mal gesprochen haben, also eine Karte, die tatsächlich für dieses Best-of-One-Format relativ gesund ist. Im Best of Three bin ich kein Fan davon, aber ich glaube, jeder kann sich seine eigene Meinung rund um Max C machen. Schreibt gerne eure Meinung zu dieser Karte in die Kommentare. Ansonsten zu den Skystriker Zauberkarten. Die gute, ja, Multirolle. Eine Karte, die bei uns im TCG aktuell auf 1 ist und die ist in Master Duel auf 3. Das heißt, das ist sicherlich auch nochmal einer der Gründe, warum das Deck da deutlich besser ist als bei uns im TCG. Multirolle auf 3 richtig, richtig stark und natürlich Engage, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, die ist eben dort auf 2. Das heißt, auch das Deck hat damit einen längeren Atem, weil man da einfach viel, viel leichter an seine Ressourcen rankommt. Ich meine, die Karte ist, wenn man sie mit dem Draw-Effekt resolven kann, einfach ein Topf der Gier. Und dann haben wir natürlich auch noch den Widow Anchor. Der ist in Master Duel auf 2. Ich glaube, die Karte brauche ich jetzt nicht nochmal explizit erklären. Kann natürlich auch helfen, um OTKs zu forcieren. Aber in den meisten Fällen ist er einfach wirklich sehr, sehr starker Negate mit Mind-Control-Effekt gleichzeitig noch dazu. Und viele Leute kommen langsam auf die Idee, die Karte Kaiser Kolosseum zu spielen, weil die kann den Gegner locken, weil man dann eben über die Monsteranzahl auf dem Spielfeld sich gut Gedanken machen muss. Also Skystriker sicherlich auch ein Deck, was ganz oben mit von der Partie ist und deswegen würde ich sagen, ja, soweit erstmal alles zu Skystriker. Gehen wir weiter zum nächsten Deck. Das nächste Deckthema, das kennen wir auch schon alle relativ lange gut aus dem TCG und zwar ist das das gute Eldritch Deckthema rund um den Goldenen Lord und dieses Deck wird hier tatsächlich ein bisschen anders gespielt, denn wir haben hier Reasoning auf 3, eine Karte, die ich in einigen Decklisten dort gesehen habe. Ich meine, ihr werdet es jetzt hier sowieso irgendwo eingeblendet sehen, also auch eine Karte, die man dort spielen kann und man kann dieses Deck natürlich individuell so gestalten, wie einem das am besten gefällt. Das heißt, Topf des Wohlstands, eine Karte, die ja im Spiel nur eine Super Rare ist, die sieht man in vielen Decklisten, allerdings kann man das auch mit Topf der Extravaganz spielen, wenn man das Ganze ein bisschen Trap-lastiger spielt, muss man sich dann halt selber überlegen, in welche Richtung man das Ganze basteln möchte. Ist allerdings preislich genauso eine Super Rare auf Master Duel wie der andere Topf. Das heißt, preislich macht das im Spiel halt von den Währungen gar keinen Unterschied. Und das verfluchte Eldland, auch eine sehr starke Karte, die in Master Duel allerdings nicht auf 3 ist, sondern auf 2. Das heißt, das Deck ist dahingehend schon mal ein bisschen angehittet worden, macht jetzt nicht so viel Unterschied. Ich muss sagen, ich spiele selber Eldritch und bin da aktuell in Platin 2 unterwegs, also in einem Deckthema, womit man wirklich relativ gut durchperformen kann. Und das Deckthema spielt nicht wirklich in Max C rein. Natürlich kann man, wenn man die Traps floatet vom Feld, auch mal einen Max C da abbekommen, aber sicherlich nicht so extrem wie andere Combo-Decks. Ich glaube, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Und man kann natürlich hier drinne die ganzen Power-Traps spielen. Imperial Order in dem Spiel auch auf 1, eine Karte, die man dann in so einem Trap-Deck sicherlich spielen sollte. Dann reißender Tribut, alles ganz individuelle Sachen. Man kann auch ganz andere Traps noch spielen, aber hier noch ein paar Beispiele. Und natürlich Skill Train, denn Skill Train ist im Vergleich zum TCG in Master Duel auf 3. Im TCG ist die nämlich auf 1 und
Skilltrain auf 3 ist fast genauso ungesund wie Imperial Order auf 1. Also immer wenn man Skilltrain abbekommt, ist das für viele Decks schon mal ein Autolose, also eine Karte, die man hier auf jeden Fall spielen sollte. Dann Lehre der Eitelkeit, die ist im OCG auf 1 und in Master Duel auf 1 und auch eine Karte, die ganz, ganz viele Spiele gewinnt, wenn man da drin erstmal gelockt ist. Plus vielleicht noch eine weitere Floodgate, dann habt ihr keine Chance mehr, nur muss man hier sagen, man kann die Karte relativ gut outen, wenn der Gegner wieder am Spiel teilnehmen möchte, weil ja, lest euch die Karte selber durch, deutlich leichter wegzubekommen als manch andere Floodgate. Und man kann dieses Deckthema natürlich auch mit anderen kombinieren. Also Dogmatica hier jetzt einfach mal als Beispiel, man könnte das auch noch mit Invoked oder so zusammenspielen oder auch tatsächlich mit Life Twin. Also es gibt da viele Möglichkeiten, dieses Deckthema zu kombinieren. Nur muss man bei Dogmatica nochmal dazu erwähnen, dass Nadir Servant dort auf 1 ist, nicht wie im TCG auf 3. Also muss man sich das wirklich gut überlegen, in welche Engine man da reingehen möchte. Und im Extra Deck hat das natürlich auch dieselben Möglichkeiten wie im TCG. Das heißt, wir können ein bisschen Burn Damage machen über den guten Gustav Max, diesen Superkanonen-Panzerzug hier. Und wir können den Gegner relativ gut OTK'en über den Juggernaut Liebe, der natürlich auch gleichzeitig noch Problemmonster des Decks outet. Also ich denke, endlich, egal in welcher Variation, aktuell ein richtig guter Pick und auch dort ein richtig gutes Deck. Eins der besten Decks in Yu-Gi-Oh! Master Duel ist in meinen Augen definitiv auch Drytron, weil das Deck hat deutlich mehr Saft in Master Duel als im aktuellen TCG. Ich meine, von den Drytron-Monstern über die Drytron-Monster selber, glaube ich, muss ich nicht mehr ganz so viel erzählen. Die sind natürlich extrem stark, specialen sich letztendlich alle gegenseitig, suchen sich gegenseitig, suchen immer die passenden Puzzleteile zusammen. Kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle schon ganz gut. Alpha sicherlich der beste von den ganzen. Und natürlich ist auch in dem Spiel Drytron Nova vorhanden, einer der besten Extender des Deckthemas. Und natürlich auch das wirklich sehr, sehr starke XC-Monster, Drytron Mobeta Fafnir, natürlich auch vollständig im Spiel vorhanden, wird demzufolge natürlich auch gespielt. Und das Deck kann natürlich auch hier auf die Wahrsagerin des Herolds zurückgreifen. Da kann man individuell auch entscheiden, in welche Richtung möchte man da spielen. Legt man sich den Herold in den Friedhof oder legt man sich die Entis in den Friedhof, je nachdem, ob man Go First oder Go Second geht. Und man kann natürlich dann die Stufe dieser Karte damit manipulieren und damit leichter Beatrice Plays machen. Also auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Und die gute Eva, die ist natürlich dort auch im Spiel verfügbar. Die ist ja bei uns im TCG bei der letzten Banlist auf 1 gegangen. In Master Duel ist sie immer noch auf 2. Also im TCG war das ja eh der größte Quatsch. Deswegen hier natürlich auch auf 2. Also ich denke, dazu brauche ich auch nicht mehr weiter was sagen. Und ganz, ganz wichtig, Cyberengel Benton, die ist in Yu-Gi-Oh! Master Duel nicht auf 1, sondern die ist tatsächlich auf 3. Deswegen ist Drytron ein unfassbar gutes Deck, weil Benton auf 3, Eva auf 2, das Deck hat so was von viel Saft, das hat gefühlt alles, was es braucht. Und wir kommen gleich auch noch zum Extra-Deck. Da ist noch mehr wirklich richtig guter Extra-Stuff für das Deck nochmal vorhanden. Also wirklich insane gut. Und ja, Herold, der Endgültigkeit, einer der besten Negation-Maschinen, die wir so im Spiel haben, ist natürlich eine Fee, die natürlich in diesem Deckthema extrem leicht gesucht werden kann. Und wenn man den erstmal auf dem Board hat, mit, keine Ahnung, 4 Omni-Negates in der Hand, dann macht auch beim Master-Duel nicht mehr das Spielen wirklich Spaß, muss man einfach mal so sagen. Und natürlich kann auch dieses Deckthema gestoppt werden durch Max C, spielt aber natürlich auch selber Max C, muss man hier auch einfach noch mehr erwähnen. Und bei den Handtraps generell Herald of the Orange Light wird natürlich hier auch gespielt, ist suchbar, weil es einfach eine Fee ist, kennen wir ja aus dem TCG schon ganz gut. Und im Extra Deck hat das Ganze natürlich die Möglichkeit, auch den guten Zeus zu bauen über Downard Magician und natürlich über den Mobeta Fafnir, was wir uns eben schon mal angeschaut haben. Und was nochmal ganz, ganz wichtig ist, Union Carrier ist in Master Duel nicht verboten, das heißt, wir können in diesem Deckthema einfach den Union Carrier bauen, equippen die Eva da dran und können auf diesem Weg die Eva in den Friedhof bekommen. Das heißt, man muss nicht zwingend dort eine Beatrice bauen, man hat mehrere Optionen und Möglichkeiten, da dran zu kommen. Und Union Carrier, ja, sicherlich eine der besten Optionen für dieses Deckthema. Und das sind auf jeden Fall genug Gründe, glaube ich, warum Drytron eins der besten Decks in Yu-Gi-Oh! Master Duel ist. Im TCG können wir es eigentlich alle nicht mehr sehen, aber in Yu-Gi-Oh! Master Duel ist das gute Tri-Brigade-Deckthema in aller Munde und noch deutlich stärker verfügbar, als es aktuell im TCG der Fall ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen das Ganze einmal durch. Wir haben natürlich dreimal Fraktal. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr so viel sagen. Wir haben auch dreimal das Kit, wir haben auch dreimal Nerval und theoretisch hätten wir auch noch den guten Keras, aber der hat natürlich jetzt nicht so einen großen Impact wie die drei Monster, die wir uns jetzt hier angeschaut haben, und natürlich auch die gute Revolt, die ja unfassbar brokene Trap, die dann einfach den Shurik for free aufs Board holt und dann was banished. Aber ja, dieses Deckthema hat noch weitere Optionen, die wir nicht mehr bei uns im TCG haben, denn Zudyk
Zudyk ist hier quasi komplett so spielbar. Das heißt, wir reden von Tri-Brigade Zudyk, so wie wir das eigentlich kennen, bevor das im TCG gehittet wurde. Das heißt, man kann sämtliche Zudyk-Monster spielen. Rambok sicherlich eins der besten. Und der gute Drachzack ist halt in dieser Master-Duel-Bandist nicht verboten. Das heißt, man kann hiermit auch ohne Probleme einfach einen Trident bauen, baut dann wieder seine Türmchen und hat genug Materialien dann im Friedhof, um mit den Tri-Brigades wieder Faxen zu machen. Also das sind die Möglichkeiten. Allerdings haben wir auch noch Option 2. Das sind die guten Lyrik-Liedervögel, die natürlich auch mit von der Partie sind. Und ich kann mir tatsächlich nicht erklären, warum die zum Beispiel schon im Spiel drin sind, aber zum Beispiel eine Baroness nicht. Aber gut, das wird mir keiner beantworten können. Allerdings ist das ganze Deckthema mit den Vögeln auch extrem stark und kann ähnlich gute Boards bauen, wie das bei uns im TCG der Fall ist. Und natürlich ist auch hier, ja, dieser gute Blauschnäpper auch schon mit im Spiel. Eine sehr starke Karte, die viele Monster des Gegners bouncen kann, aber ich glaube, das ist uns auch allen geläufig und nur eine Option, die man hier spielen kann. Das Deckthema wird weiterhin begünstigt durch dreimal Tenki. Im TCG ist die auf 1, hier ist sie auf 3, das heißt Fraktal und die Zudyks sind deutlich leichter suchbar, muss man einfach wissen, weil ganz, ganz wichtiger Aspekt, bevor das bei uns gehittet wurde, war das unfassbar broken im TCG und genauso ist das quasi jetzt wieder spielbar. Und das Deckthema hat natürlich auch den nötigen Platz, um Crossout Designator zu spielen. Haben wir uns heute schon häufiger angeschaut, deswegen glaube ich, brauchen wir das nicht nochmal sagen. Und wenn man das Ganze natürlich mit den Vögeln zusammenspielt, dann kann man natürlich hier selbstverständlich auch Richtung F-Zero-Kombo gehen, wo man dann einfach wirklich einen sehr, sehr starken Monster Negate hat mit Mind-Control-Effekt. Und Zeus kann man natürlich in beiden Varianten bauen, die Vögel können es ein bisschen besser. Aber ich glaube, dass man Zeus da drin bauen kann, ist glaube ich auch für jeden mittlerweile klar. Und wir müssen natürlich auch nochmal ganz kurz über Shurike sprechen, ist ja über die Revolt holbar, ein unfassbar gutes Link-Monster, was natürlich dort auch gespielt wird, wenn es gespielt werden kann. Und ich glaube, soweit, glaube ich, brauche ich nichts mehr zu Shurike sagen. Aber wir haben im Spiel natürlich auch noch den guten Simorgh, der da drin auch gebaut werden kann. Und über Simorgh holt man sich entweder Apex oder die Barrierestatue, so wie wir das im TCG eben auch kennen. Und ja, ich würde sagen, mehr brauche ich zu Tri-Brigade, Zudyk oder Birds erstmal nicht sagen. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Das Deck ist schon so lange im TCG mittlerweile mit von der Partie. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Habe ich irgendein Deck vergessen? Seht ihr irgendein Deck noch besser als eins dieser fünf Decks, die ich hier heute erwähnt habe? Lasst mich das gerne wissen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.